Mehr kann keiner was. Herzlich willkommen, werte Spender und Spenderinnen und Nichtspender und Nichtspenderinnen. Es geht nicht um eure Organe, es geht einfach um euer Geld. Danke, dass ihr dieses Let's Play unterstützt und wir schon 2,5 Zehner Folgen quasi im Kasten haben oder finanziert haben. Im Kasten ist noch gar nichts. Ich beginne ein neues Spiel und ihr seht, ich möchte nicht im Online-Modus spielen. A, ertrage ich psychisch nicht die Phantome von bösen Spielern. Und B, finde ich diese ständigen Nachrichten all überall, empfinde ich als Cheat, wenn ich mal nicht weiter weiß oder so. Ich werde versuchen, immer 4 Folgen am Stück aufzunehmen. Ob mir das heute gelingt, ist es Sonntagabend, es ist schon 8:30 oder so, weiß ich nicht. Aber zumindest versuche ich, möglichst viel am Stück zu spielen. Das hat den einfachen Grund, dass ich da dann in der Regel meine besten Leistungen bringe. Und meine besten Leistungen sind schon ziemlich gut. Sie weichen von der Standardleistung, die wir mal bei 50% ansetzen. Oh, Halbnackte. Ein wenig nach unten ab, aber immerhin. Genau, als Samurai habe ich schon gespielt. Erinnert mich zu sehr an Ghost of Tsushima, hat zwar einen Bogen, aber kein Schild. Nicht so ganz mein und ich habe jetzt beschlossen, ganz langweilig den Vagabond Knight zu nehmen. Aber weil es eh nicht interessant ist, weil man eigentlich das nie sieht, wer da drin steckt in der Rüstung, nehme ich eine Frau. Und mein Name ist Jörg. Ich weiß, sehr. Es ist völlig unwichtig, was hier steht. Und, Andenken ist allerdings wichtig. Das ist der Startvorteil. Oh, und das habe ich, glaube ich, beim Samurai, was hatte ich da genommen? Da war ich schlau. Da habe ich die goldene Saat genommen. Oder habe ich, da gab es 2 Sachen. Viele kapiert man nicht. Das kriegt man dann von Wikis erklärt. Das ist offensichtlich so ein Runenbonus und die goldene Saat macht die Heiligflaschen besser. Das ist eigentlich auch ganz nett. Gesprungene Töpfe. Das weiß ich alles. Naja, ich kann mir vorstellen, was es ist. Gekochte Kamelen. Ja, also ich denke, ich fahre am besten mit der goldenen Saat. Ich weiß nicht, ob die ein +1 macht oder die Flaschen erweitert die Zahl, das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das wusste ich mal, weil ich es in der Schule der Kritiker schon gemacht habe. Und ja, passt. Oh, da kommt jetzt junge Stimme. Ja, nee, wenn man da erst anfängt, Körper ändern, Körper, Haarfarbe wie Haar. Also, komm. Sieht mir gar nichts. Muskulatur, ich bin natürlich muskulös. Körperbehaarung. Als Frau, echt? Sehe ich jetzt die Beinhaare oder? Egal, passt. Und los geht's. Nein. So. Und wie üblich, ich peile eine halbe Stunde an. Es wird oft länger, ihr kennt mich. Beenden? Ich möchte doch starten. Achso, beenden heißt das, was ich meine. Gut. Jetzt sehen wir nochmal die Intro-Sequenz, die lasse ich jetzt spielen. Wie ich überhaupt solche Sequenzen, die ja nicht so häufig vorkommen bei, jetzt hätte ich fast gesagt Dark Souls, aber es ist in einem ganz anderen Spiel, Elden Ring. Wie sie nicht so häufig vorkommen, darum genießen wir jede einzelne. Ich spiele es auf dem PC, soll ich noch dazu sagen, mit maximalen Einstellungen, aber nur 1080p, weil uns sonst einfach das durch die Decke geht in Sachen Speicherplatz. Ja, und das Intro habe ich ja schon in der SDK etwas kritisiert, dass es doch sehr auf Bilder setzt. Ich habe schon Erfahrungen gemacht, es ist kein Geheimnis, schon einige Stunden gespielt, auch schon mehrmals aufgelevelt. Ich habe noch keinen Boss besiegt.
Aber ich habe was sehr Nützliches rausgefunden, was ich nie geschafft habe oder mal durch Zufall im Demon's Souls Let's Play, nämlich so eine Riposte, so ein Pariergegenschlag. Das ist hier viel leichter. Man hält nämlich einfach, und darum auch Schild, den Schild gedrückt. Das geht auch mit einem Schwert, aber ja, Schwert ist halt insgesamt nicht so gut zum Schaden abwehren. Und dann hört man einen Sound und dann kann man, wenn man dann gegenschlägt, schlägt man gegen. Wahnsinn, oder? Also so einen schweren Schlag, und ihr werdet sehen. Was kann ich noch erzählen? Seelen heißen jetzt Runen, Leuchtfeuer Gnade. Es gibt Kriegsasche zur Verbesserung von Waffen. Da habe ich bislang nur was gefunden, was mir nichts gebracht hat. Also ich wusste nicht, wie es... Und die andere Asche heißt Geistasche, genau. Und das sind quasi so nochmal Mini-Phantome. Aber ihr werdet sehen. Und ich werde es auch das Tutorial überspringen. Ja, sind teilweise schon schöne Zeichnungen. Und wird gleich loslaufen. Aber was ich wie üblich nicht mache, ich klappere keine Wikipedias ab. Ich halte mich an keine, so levelst du in einer Stunde auf Level 100 auf Guides, die es vielleicht gibt oder auch nicht. Und ich würde auch bitten, wenn ihr mir Tipps gebt, dass ihr nicht spoilert und dass ihr mir auch Zeit lasst, erstmal Sachen selbst rauszufinden. Und am besten wäre es eigentlich solche, mach doch mal das oder hey, das vielleicht immer in der vierten Folge einer Woche zu bringen. Wir spielen ja immer, oder ich spiele ja, aber wir bringen es immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und bei der Sonntagsfolge, weil da nehme ich dann Dienstag oder Mittwochs wir die nächsten auf, dann habt ihr mir noch, ja, die Chance gegeben, quasi selbst rauszufinden bis zuletzt, und B, ist die Chance da, dass ich es nicht vergesse. Und hier werden gerade die Bossgegner vorgestellt, auf die ich sicherlich treffen werde, sicherlich auch in dem Let's Play. Wir werden ja bestimmt noch mal ein bisschen verlängern. Wir haben jetzt 2,5 quasi 10er Staffeln. Also den März und April haben wir eigentlich schon gesichert. Wobei auch für die dritte Staffel natürlich gilt, sie wird dann schon gespielt, aber dann ist das Let's Play vorbei. Wir müssen immer quasi, wenn die letzte Folge ausgestrahlt wird, einer 10er Staffel. Und Achtung, das wird auch mitten in der Woche sein, eigentlich wäre es schlau gewesen, 12er Staffeln zu machen, müssen wir die nächsten 10 finanziert haben. Einfach damit das nicht zum Gewürge wird. Und wisst ihr, wenn ich weiß, ach, sind noch 7 Folgen, dann ist finito. Dann spiele ich nochmal auf ein Highlight hin, statt dass ich sonst vielleicht, was weiß ich, mich nochmal aufgelevelt hätte an der allerersten, wie heißt das Ding da? Da werden wir auch ein bisschen Zeit verbringen, natürlich heute und morgen. An dieser ersten Festung da oder Ruin vor dem Tor da Dingens. Ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein zum Schwafeln und das Intro ist auch durch, hoffe ich. Ne, es kommt noch mal kurz ein Render-Dings, glaube ich. Ah ne, das war's schon. Gesten habe ich noch nie eingesetzt. Ich hab's auch, aber das gehört hier nicht hin. Ich hab's auch am Wochenende jetzt auf dem Steam Deck gespielt. Warum sind da jetzt Nachrichten? Achso, das sind, glaube ich, ich bin doch offline, oder? Ich bin ja nicht angemeldet. Ich denke, das sind die von From Software eingebauten. Achso, und ich spiele es hier mit dem Xbox Series S Dingens. Genau, hier nicht erschrecken. Ich glaube, hier liegt nichts. Da wird man auch gleich dann umgebracht. Und ich bin ziemlich sicher, dass man dann zum Endspiel hierhin zurückkehren wird, die Brücke irgendwie reparieren und dann darüber kann zum Endgame. Das so würde ich das machen an From Softwares Stelle. Und hier gibt es nichts außer den Tod. Wenn ich darüber gehe, wahrscheinlich haben sie noch irgendwo was versteckt. Das
würde ich Ihnen zutrauen. Achso, und zu den vielen Neuerungen, man kann jetzt springen. Wahnsinn, oder? Also nicht nur so aus dem Lauf über Abgründe, sondern richtig hoch und auch so ein bisschen klettern dadurch. In Anführungszeichen. Ja, nee, ich bin offline, weil hier standen in der SDK, wenn ich mich nicht schwer täusche, viele, viele Hinweise. Nicht mal irgendwas im Busch versteckt? Naja, egal. Und der Gegner ist dazu gedacht, mich zu töten. Ja. Der jetzt da kommt. Wir geben trotzdem das Maximum. Vielleicht kann man den auch besiegen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann man den besiegen. Aber jedenfalls bin ich gestorben. Der ist aber schnell. Oh, und das war's auch schon. Der erste Tod. Kann einer mitzählen? Wie wäre denn das? So, es kommt gleich so eine typische From-Software-Frau. Die haben nämlich immer ganz abgeklärte Stimmen und sind auf mindestens einem Auge blind. Ich habe das, glaube ich, in der SDK zu Vermutungen für die sexuellen Vorlieben der Designer verwendet, die natürlich völlig aus der Luft gegriffen sind. Oder sie haben aus Fokusgruppen herausgefunden, dass der japanische und auch internationale Spieler am liebsten Frauengestalten anhimmeln, die die Klappe halten. Kann man mal drüber nachdenken. Ja, sie reden ja ein bisschen. Ja, oder? Es ist so die ältere Schwester. Keine Ahnung. Ich habe keine ältere Schwester, auch keine jüngere Schwester. Stell mir vor, dass ältere Schwestern einen eher ziemlich rumlassen. So, aber jetzt möchte ich langsam losspielen. Ich kenne es vor allem schon. Überspringen wir es mal, da kommt jetzt nichts mehr. Der steht nur auf. Genau. Da soll ich dann runterspringen fürs Tutorial. Auch eine Schnapsidee sondergleichen, wenn er mich fragt. Aber das brauche ich nicht mehr. Und wir betreten die offene Welt. Nein, das seht ihr, wie gut mein Gedächtnis ist. Wir betreten gleich die offene Welt, aber noch nicht jetzt. So, jetzt können wir erstmal eine Sache machen. Wir können die Flaschen verstärken. Ach, das ist, nee, das ist nicht die Verstärkung, was ich habe, sondern ich habe die Anzahl der Nutzungen, habe ich jetzt erhöht. Und ich brauche erstmal, ja, ist ja gut, ich brauche erstmal keine Zaubermagie. So, jetzt habe ich fünfmal quasi Hitpoints wiederherstellen. Mit dem Krumpfinger, Zeichen interessiert mich nicht. Genau. Huch, was ist das denn? Ach, der hat eine helle Barde. Nö, ich kämpfe lieber mit dem Schwert. Genau. Und dann betreten wir nach der nächsten Tür die offene Welt. Und ich glaube wirklich, dass das ein lustiges Let's Play wird. Erstens sind alle meine Let's Plays super lustig, wer etwas anderes findet. Der möge sich schämen. Und zweitens, Limgrave, die Zwischenlande.
Und zweitens glaube ich, ich weiß es nicht, wird mir schaut, das sind Herbeirufungsreserven. Ist das nicht fantastisch? Ich habe eine Herbeirufungsreserve. Und zweitens, glaube ich, kommt es meinem Spielstil gelegen. Aber wir werden sehen. So. Ja, und da gibt es die Theorie. Also ich tue auch nicht so, dass ich Sachen nicht wüsste, außer wie die Tasten belegt sind offensichtlich. Dass jeweils so ein Leuchtfeuer mit diesem Zeichen zum nächsten Leuchtfeuer, ich nenne es einfach Leuchtfeuer, hinweist, wo man aus Sicht der Programmierer hin sollte. Ob das so stimmt, man weiß es nicht. Aber sehen wir mal. Was ich gut finde, ich glaube, das habe ich aber auch schon in der SDK gelobt, dass die Übersetzung wirklich merkt, ob ich Männlein oder Weiblein bin, weil das ist ja im englischen Original oder im japanischen Original auch völlig irrelevant. Bla 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 bla. Also der sagt mir, glaube ich, nichts Wichtiges, aber ich bin jungfernlos, das finde ich so lustig. Ja, ich möchte mehr 37 Jungfrauen haben. Und die kommen dann auch gleich beim ersten oder zweiten weiteren Tod. Genau. Wie kriegt man denn den Gaul nochmal? Anyway. Und hier reiht irgendwie so ein goldener Ritter rum, der, ja, hier ist er auch schon, der maximal overpowered ist. Also vor dem bleiben wir mal schön weg. Und vergreifen uns zunächst an einem Tier, das vor uns wegrollt. Ja, Erfolgserlebnis und die ersten 5 Seelen und dünne Bestienknochen. Was immer man damit Böses anstellt beim Crafting. So. Und hier ist die Kirche, da ist ein Händler. Da kriegt man auch, aber wir werden das alles jetzt nochmal sehen. Hier immer aktivieren. Und wer es wirklich nicht kennt, sobald ich raste, resette ich alles um mich herum, die ganze Welt, bis auf besiegte Bossgegner und ein paar ganz wenige andere Sachen. Und neuerdings darf man auch schnell reisen. Hier ist ein Schmiedetisch. Genau, Schmiedestein ist quasi die Metall-Blabla-Erzdinger da, die ich bei Dark Souls 2 zuletzt immer gesucht habe. Ja. So. Da wird es noch nichts geben, was mich interessiert. Wurfdolch könnte man brauchen, aber ich habe ja noch keine Seelen. Ich komme aber nochmal zurück, weil hier dann, ich weiß nicht wann, aber nach einer Weile sitzt hier eine Hexe irgendwo auf der Mauer und die gibt einem was Wichtiges. Und da ist der erste Gegner. So, und jetzt zeige ich euch gleich mal das mit der Parade, wenn es überhaupt überlebt, mein Ansturm. Nein. Ist ja schon ein bisschen. Das sind, glaube ich, sogar 2, oder? Ne, da hängt einfach noch was anderes. Aber da hinten ist noch einer. Ich habe auch einen starken Schlag, der geht so. Ah, das könnten Messer sein. Da ist noch einer, da hinten sitzt noch einer. Hier ist er echt. Und da ist noch ein Hund dabei. Hä? Was für Material? Also, nee, das ist ein unabhängiger Gold, schimmernder Kot. Ein unabhängiger Kampfeber. Ach so, und man kann sich tatsächlich ein bisschen im Gebüsch verstecken. Das bringt was. So, aber jetzt machen wir mal das hier. Das ist dieser Gegenschlag, der halt ziemlich mächtig ist. Vor allem ist er dann gestaggert.
Na, keine Lust. Das ist wirklich ganz einfach zu machen. Es geht doch nicht immer. Also in dem Lager hockt ein starker Gegner. Der ist echt stark. Ja, für mich halt. Und hier ist, glaube ich, sogar... Da war ich zum Beispiel noch nie. Lustig. Da ist gleich eine Höhle. Hoffentlich... Oh. Die Hainhöhle. Okay. Der ich zum Beispiel noch gar nicht gehabt. Hier ist wieder so ein Ding. Wollen wir da mal reingehen? Aber ohne Fackel... Ich weiß, oh, das sind Wölfe. Kommen wir mal ein andermal wieder. Ach, sind wir mutig. Sind wir wirklich mutig? Ich weiß ja nicht. Ein Wolf, zwei Wolf, drei Wolf, viele Wölfe. Oder Hunde, Wölfe, Hunde, keine. Ah, der hat mich gesehen. Oh, er kann springen. Aber einer ist ja schon mal, zwei sind immer gar nicht mal so wenige. Wäre auch ein Gegenschlag und gleich besiegt. Wo ist denn der eine hin? Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ah, das ist ein größerer. Ah, bleib mal weg hier. So. Ich glaube, da kommt noch ein zweiter. Warum kommen da so viele? Möchte ich nicht. Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen. Erster Tod? Nein. Erster Tod. Nein, jetzt, hätte ich nicht erster Tod gesagt, sondern hätte ich, naja, ich bin ja, und das ist nämlich auch die nächste Neuerung. Ich bin jetzt nur 1,50 Meter weit entfernt, werde ich wiederbelebt, weil sie haben wirklich die Frequenz, seht ihr hier, die Frequenz der, Gnadendinger da erhöht und darum müssten jetzt sofort hier meine Seelen legen. Tata. Genau, und das nächste Mal muss ich einfach mich nur hier in das dunkle Kämmerchen zurückziehen, dass sie mich nicht von zwei Seiten erwischen. Also. Und hier, das ist das Resetten, habt ihr jetzt gesehen? Ja, genau. Erster. Und genau, auch was sonst wie immer ist, alles, was man an Gegenständen plündert und auch netterweise, was man, da ist der Große, aber jetzt ist er allein. Auch was man an Rohstoffen aufsammelt. Na, jetzt hätte ich nachsetzen können. Ha! Jetzt. Bleibt erhalten über den Tod hinaus. Das Einzige, was man wirklich verliert, ist seine Würde. Sehr oft. Und seine Seelen, die hier Runen genannt werden. Ah, da liegt was. Gesprungener Topf. Ich hätte gerne einen ganzen Topf. Kann man den reklamieren? Another one bites the dust. Das ist die alte Frage. Weitergehen oder... Oh, da ist noch einer. Ah, da ist noch einer. Ah. Da war ich unvorsichtig, aber schnelles Panikhacken hat gewirkt. Und jetzt nehmen wir zum ersten Mal einen Schluck aus der Pulle. Weil ich zum ersten Mal Zeit habe und die Notwendigkeit. Die goldene Rune, das war, wie hieß denn das vorher? Die Seele des namenlosen Soldaten und so weiter. Also es ist das gleiche Spiel mit Neuigkeiten, aber alles einfach umbenannt. Ja, das war's wohl. Oder vielleicht geht's ja auch noch zu irgendeinem Boss. Das möchte ich dann vielleicht gar nicht, ehrlich gesagt. Was Glühwürmchen machen, weiß ich auch nicht. Vor allem sollte man hier eine Fackel haben. Ja, nächstes Beispiel, Fackel. Ah! Fackeln sind hier einfach ein Inventargegenstand, wie sich's gehört, mit endloser Brenndauer. Super, oder? So, jetzt habe ich 798. Also selbst wenn da, oh, da kommt anscheinend echt ein Boss. Selbst wenn da jetzt ein Boss käme, würde ich mir erstmal jetzt die Seelen hier umtauschen. Wenn ich zurückfinde. Da oben irgendwie, gell? Ja, aber ich komme da nicht hoch, das können nur Wölfe. Ah, aber wenn ich jetzt, oh, war ich da unten schon drin?
Das ist doch dasselbe. Ich habe mich nur verlaufen, wie üblich, oder? Ja, alles gut. Nur verlaufen. Ich habe getestet, ob ihr den Weg bemerkt. Aber da geht's runter. Fahrt mal, da war ich noch nicht. Doch, da war ich offensichtlich schon, weil ich da zurückkomme zum Eingang. Okay. Ja, jetzt möchte ich nämlich eigentlich nur im Level aufsteigen. Aber das kann ich noch nicht. Das ist ja interessant. Ah, da muss ich nochmal sterben. Ja gut, dann komme ich ein andermal wieder. Dann war es nach dem zweiten Tod. Also merken, Hainhöhle. Und jetzt nutze ich gleich mal die Kartenfunktion. Und mache hier eine, da ist noch ein Boss drin. Teil. Und die ist natürlich auch jetzt alle wiederbelebt. Und ich muss es quasi nochmal sterben erst, bevor ich im Level aufsteigen kann. Ach, wisst ihr was, dann gehen wir einfach noch zur nächsten. Die ist da bei diesem großen Gegner, den ich sogar glücklich besiegt habe schon in der SDK und auch in meinem... Hä? Ach so, der hat nichts da gelassen. Sie mag die Stimmung sehr. So. Unter den Ruinen liegt ein Gemach. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Huch, jetzt habe ich wieder die... Was ist das denn? Och Gott, ein armes Hasi hat sich da versteckt. Ich könnte natürlich auch mal mit der Hellebarde. Das ist sonst nicht so mein Spielstil, aber können wir auch mal ausprobieren. Ja, jetzt nicht so reinlaufen, weil da hat es doch einige. Und es hat vor allem Also mal gucken mit der Hellebarde. Also wenn das nicht... Was war das denn? Wenn das nichts wird, lasse ich es wieder... Es hat vor allem so einen Trompeter. Wenn der quasi mich sieht, dann holt er alle anderen. Okay. Was kann man denn damit? Ja, gucken wir mal, wenn ich nicht damit zurechtkomme. Ah ja, genau, und das ist noch ein relativ starker hier. Der hat mich ein, zwei Mal umgebracht, bevor ich ihn besiegt habe. Ich gebe es so. Ne, so weit ist die Reichweite nicht. Aber so weit ist die Reichweite. Das ist ja... Ah, das geht... Oh, schaut euch das an! Der hat gleich beide. Und die ist gar nicht so langsam. Schaut mal. Oh, ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Hellebarde. Und... Was ich hier noch weiß, man kann hier Sachen rausholen. Also einmal, das ist eine Sache, ist diese Objektplündereien im Gegensatz zu dem herumliegenden Crafting-Zeug oder wachsen ist das Wort, Zeug, das ist nur einmal da. Aber wenn man es hat, hat man es, selbst wenn man einen Sekundenbruchteil später stirbt. Das ist wieder so eine goldene Rune. Dann plündern wir hier an. Nee, da muss ich von der anderen Seite. Gucken wir mal. Da kommt nämlich immer der Trompeter hochgelaufen. Ah, der geht gerade weg. Ah, das war jetzt natürlich dumm. Aber man kann die natürlich... Natürlich auch, das war gerade ein Hänger, habt ihr das gesehen? Auf die klassische Weise umrunden. Geht genauso. So. Mein Kopfhörer sagt mir gerade, dass ihm der Strom ausgeht. Oh Gott, hoffentlich habe ich das richtige Kabel hier. Ja, aber ein paar Minuten wird er noch durchhalten. Genau. Dann haben wir den freigeschaltet. Und jetzt müsste ich mal sterben, denke ich, damit ich mich hochpau... Ah, nee, es ist das zweite oder dritte Rasten. Das ist nicht an Tod gekoppelt. Jetzt kommt nämlich die erste Katzin und ab da darf ich dann aufleveln. Da kommt die Pferdeschnepfe wieder, schenkt mir ihr Pferd.
und sagt mir irgendwelches gehauchtes Zeug, sie sei eine Jungfer und oder sie verschafft mir die Jungfern oder irgendwie sowas. Genau. Greetings, traveler from beyond the fog. Ist ja beim westlichen Studio wäre das jetzt hier ein schwarzer Mann aus Gründen. Und hier ist es einfach wie immer eine blinde, weiße Frau. Oder halbblind ist sie, glaube ich. Ja. I offer you an accord. Kann man ihr trauen? Have you heard of the Finger Maidens? Also Finger Maidens hört They sich serve irgendwie. the two fingers, Naja. offering guidance. But you, I can play the role, turning runes to aid you, Ja, carrying sei you meine to the throne. Jungfer, bitte. Then it's settled. Summon me. Ah, Mutige Leute you würden da know jetzt auf what? I've Ablehnen been gehen. calling to you for spring. Genau. Und jetzt habe ich die Use Spektralrosspfeife. it. It will start. Torrent has treated him with respect. Und irgendwie habe ich es geschafft, die in meinen Beutel. Aber das machen wir Humanitarian gleich. Jetzt machen wir erstmal einen reasons. Let Stufenaufstieg. my hand rest. Share them with me. So. Your thoughts. Your Und was ich, glaube ambitions. ich, dringend The brauche, ach, principles ist you alles would follow. eigentlich. Und das ist schon relativ teuer. Es reicht ja gerade mal für einen Aufstieg. Also was ich immer wichtig finde, ist Gleichgewicht. Das kriege ich durch Kraft. Nö, kriege ich gar nicht. Wie kriege ich ein Gleichgewicht? Egal, ich nehme erstmal Kondition. Wer so oft den Schild hochhält wie ich. Genau, Zauber habe ich noch keinen. Flaschenpast. So, jetzt ist es auch Abend geworden, sie ist weg. Und jetzt kann ich das Pferd quasi. Genau, den Beutel. Wie ging das nochmal? Ich gehe ins Inventar, glaube ich zumindest. Und da kommt irgendwann der Beutel. Nee, Ausrüstung. Es war nicht so ganz logisch. Es ist aber nie so ganz logisch, was die. Wie kam man zu dem Beutel? Doch Inventar. Also sehe, es gibt einige. Wie kann man in den Scheiß. Ja, da sieht man ihn. Völlig unlogisch, dass da hinten. Egal. Erinnerung der Gnade brauche ich eh nicht. Aber ich lege jetzt mal auf unten mein Pferdi. Und wie mache ich das? Durch Umschalten, oh Leute. Genau, da kommt das drauf. Und jetzt kann ich das quasi, indem ich, was war's? Y gedrückt halte und nach unten kann ich das auslösen. Hey! Ja, Pferd ist relativ. Und dann? Na, da gab es auch einen kleinen Wackler. Eieiei, hat er gesagt. So, jetzt räumen wir einmal dieses Lager leer. Das bringt mir schön viele Seelen. Hier kann ich jetzt auch plündern. Und dann gehen wir nochmal zum Händler zurück, weil da wartet dann die Hexe auf uns. Großschwerter Getreuen. Was ich bislang in meinen ersten Stunden so ein bisschen, das da hinten sind so Mobs. Wenn ich die jetzt töten würde, diese drei Geflügelten da, dann bekäme ich eine Flasche zurück, eine Trankflasche. Also wisst ihr was? Die Reichweite von diesem Teil gefällt mir echt nicht schlecht. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Hellebarde. Und dieser Gegenschlag ist ja echt. Und das dann noch danach, das ist ja wirklich ein gesicherter Kill, wenn man es nicht verbockt. Genau, die kann ich natürlich auch noch investieren. Jetzt müsste hier gerade der Trompete auch irgendwann rumlaufen.
Ja, da ist er. Der soll nicht trompeten, natürlich. Da gibt es die Karte vom Gebiet. Ah, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Guck mal, viele hier. Also zwei normale schaffe ich, solange der große wegbleibt. Ja, geht nur, steck wieder ein. Also irgendwie die Hellebarde gefällt mir. Und ihr wisst, dass ich eigentlich, Bolzen, dass ich nicht so der Fan von Speeren und so weiter bin. Aber bislang? Genau. Wollen wir schon mal den probieren hier? Der ist stark. Hm. Aber wenn der mich da mitten im Lager plättet, ist vielleicht auch nicht gut. Aber warte mal, da rechts sind welche, da muss ich aufpassen, genau. Ach, das ist nicht so gut, was ich da gerade mache. Aber ich weiß was Besseres. Eieieiei, sagen sie immer. Leicht indigniert, wie meine Katze, wenn ich sie wegschicke, weil sie mir mal wieder, siehe Fotos des Monats, die Sicht auf meinen Monitor versperrt im heimischen Office. Da ist es nichts mehr drin, zum Beweis. Ach, rollen kann man auch. Das ist aber keine sehr schnelle Rolle. Okay, das muss ich ändern. Ohne meine geliebte Rolle geht's nicht. So. Genau, und jetzt müsste hier, da links steht es auch noch einer. Aber den kann ich, glaube ich, pullen. Ah, da steht sogar noch einer. So, komm, mit Hundi oder ohne. Oh, oh, ist der jetzt so ein Geräusch gelaufen da, der Chef mit dem hopliten Helm? Also die Reichweite ist ja der Hammer. Ich bin ja unbesiegbar. Warum sind eigentlich so viele unterwegs? Also sie müssen erstmal weg und dann gehe ich an den Großen dran. Achso, ich komme hier nicht hin, oder wie? Komm. Ja, hier bin ich. Die ganzen Schwerterzeugs. Oh, der hat mich jetzt unterbrochen. Jetzt seht ihr das übliche Prinzip. Sobald man mal in eine Serie von den bösen Reihen läuft, ist man, wo man gerade noch unbesiegbar wirkte, in 0, nix. Ein Kopf kleiner. Da hinten geht es auch zu dem Schatz, dem Kleinen. Wie der seinen letzten Lebenspunkt behalten hat, wüsste ich auch mal gerne. Ja, und da war ich auch zu langsam letzten Endes mit dem schweren Schlag. Das ist ein bisschen dumm. Ah, ich habe ja noch drei Flaschen. So, der sieht mich jetzt hoffentlich nicht, während ich mir... Ich habe schon wieder vergessen, was ich da unten gefunden habe. Weiß nichts Großartiges, aber irgendwas war es schon. Und... zwar... ein Schleifmesser. Ah, genau. Um nämlich... nee, das ist kein Schleifmesser, sondern an einem Schleifmesser. Genau. Kann ich diese Kriegsasche hier... ja, jetzt weiß ich auch wieder. Genau. I recall. So, und wo ist jetzt der Chef? Hier ist der Chef. Komm. Und der ist jetzt, der ist schon ein bisschen schwieriger. Darum gehe ich mal, wenn er mal irgendwann folgt... ja, komm, komm. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt. Ja, komm. Der hat Angst vor mir. Der hat vor allem Level 10 bin ich ja erst. Ah, komm. Ich drehe mich um. Dann wird er mutiger. Ja, auch da die Reichweite ist wirklich schön. Ah, was mache ich denn? Das wollte ich gar nicht.
Und ich muss nur eins aufpassen. Der hat so einen Ansturmsangriff. Das war er nicht. Ah, jetzt hat er mich gestaggert. Oh ja, ja, ja. Bleib mal ruhig. Ja, den da. Da muss ich jetzt ganz schnell weg. So. Ja, schaffen wir schon. Aber aus dem Lager draußen bleiben, falls ich doch die Seelen wiederholen muss. Seht's als den allerersten Mini-Boss-Kampf. Ist natürlich ein Standardgegner. Ja, aber ich bleib an dem dran. Und... Ah, das sollte ich nicht machen. Ja, jetzt hat er mich mit dem letzten... Ah, Fakko. Ja, das ist dieser Ansturm da. Aber ich bin immer noch im Rennen. Jetzt habe ich keine Flaschen mehr. Jetzt geht's drum. Ja, ihr seht auch, dieses Staggern klappt nicht. Der staggert mich hingegen. Oh, jetzt. Ach, so knapp. So knapp. Okay, du bist tot. Aber erst morgen in Folge 2.